Jo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem kleinen Hardcore-Sprengkommando-Gameplay. Meinerseits erspielt, wir befinden uns auf der wunderbaren Map Summit. Dabei ist der AK-47, der Störer und die Python, wie immer. Und ich habe heute tatsächlich auch mal ein kleines Thema. Zum Thema kommen wir aber gleich. Denn ich denke tatsächlich, dass dieses Gameplay pünktlich am Montag online kommen wird für euch, weil ich das am Sonntag aufnehme. Und jetzt dann wahrscheinlich auch noch rendere am Abend und hochladen werde in der Nacht. Also mal wieder ein bisschen, ja, dass mal wieder ein bisschen Struktur, ein bisschen Ordnung reinkommt auf meinen Kanal. Nun, ihr habt ja The Clip of the Day, beziehungsweise Dota 2 Clip of the Day gesehen mit Wind Rangers Ultra Kill. Und ich habe mir so gedacht, hey, was könntest du machen, was relativ, ja, wenig Zeit braucht, aber trotzdem ein gutes Ergebnis erzielen kann hier auf YouTube, auf deinem Kanal, weil du ja nicht jeden Tag jetzt viel aufnehmen kannst, vor allem nicht in der Praktikumswoche und in der Schulwoche teilweise, ist es auch ein bisschen schwerer geworden. Und habe ich mir so gedacht, hey, du spielst ja relativ viel Dota in letzter Zeit, relativ viel GTA, ab und an auch mal Black Ops 1 oder Black Ops 2. Warum schaust du nicht, ob bei einer guten Runde, wenn mal was Tolles passiert ist, ein Ultra-Kill zum Beispiel, der sehr, sehr ungeplant war, eine Rampage oder ein geiler Stunt oder ein geiler Killfeed oder sonst irgendwas, je nach Spiel eben anders ausgelegt. Warum lädst du dann mal nicht sowas hoch? Also, ja, nimmst es auf, bearbeitest es ein bisschen, renderst es, legst halt Musik hinter und so und dann renderst du es und lädst dann halt hoch. So als Clip of the Day. Habe ich mal gemacht mit dem Wind Ranger Ultra Kill, wie gesagt. Ist natürlich dann auch schon das erste Kommentar gekommen, ja, kommt es tagtäglich. Das kann ich nicht sagen, ob das tatsächlich tagtäglich kommt. Das habe ich zwar schon beantwortet, so gesehen, in den Kommentaren, aber hier nochmal für alle. Ich weiß nicht, ob dieses Clip of the Day tagtäglich kommen kann, weil ich A, nicht jeden Tag vielleicht sowas Gutes erspielen kann und B, vielleicht auch ich teilweise sogar dafür wenig Zeit habe. Ersteres ist aber wahrscheinlicher. Das ist natürlich ein sehr gutes Deutsch, das ist grammatikalisch korrekt auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, es ist nicht so wahrscheinlich, dass ich wirklich jeden Tag in den Dota, in Call of Duty, in GTA oder sonst irgendeinem Spiel, wo das möglich ist, was Gutes erspiele, wo man sagt, hey, ja, das kann ich den Zuschauern präsentieren, das kommt auch gut an, vielleicht auch bei der Dota oder Call of Duty Community. Ja, darum denke ich nicht, dass Clip of the Day tagtäglich kommen wird. Das ist ein Format, was wahrscheinlich sehr, sehr häufig kommen wird und in relativ kurzer Zeit viele Videos kommen werden. Und da wird die Playlist auch relativ schnell voll. Gerade deswegen, weil man es nicht nur auf Dota auslegen kann, sondern eben auch auf Call of Duty, GTA, gegebenenfalls andere, ja, Shooter wie Battlefield, keine Ahnung, ja, also ziemlich alles. League of Legends zum Beispiel, wenn ich spielen würde. Und wie gesagt, ich will ja euch einigermaßen unterhalten können und ich kann halt zeittechnisch nicht jeden Tag ein Dota Let's Play Part rausbringen oder nicht jeden Tag ein Gameplay von Call of Duty, weil ich A, weniger Zeit habe, Call of Duty wirklich zu suchten. Am Wochenende habe ich es mal ein bisschen gemacht, das sind vielleicht für die nächsten 3, 4, 5 Tage, sage ich mal, gute Gameplays rausgekommen, aber sonst spiele ich relativ wenig Call of Duty, sondern eher Dota und GTA in letzter Zeit. Und da dann halt mal was aufzunehmen, so nur eine Viertelstunde oder so, oder 20 Minuten lohnt sich bei GTA nicht wirklich und bei Dota, naja, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch nicht ganz so spannend. Und auch die Renderzeit ist zum Beispiel bei Dota oder GTA zum Teil und auch noch die Hochladzeit bei manchen Videos ist halt auch relativ hoch oder relativ viel, das heißt, das Ganze ist zeitintensiv. Und darum habe ich mir halt überlegt, ob ich einen Clip machen kann, der von der Zeitintensivität nicht so viel Zeit eben braucht, aber dennoch eben eine gewisse Unterhaltungsfaktor bieten kann. Ja. Und was haltet ihr davon? Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder sonst wohin. Und ja, lasst es mich wissen, weil wenn ihr sagt, boah, finde ich scheiße, höre ich damit auf, sammelt die Clips von dem Montage. Wenn ihr aber sagt, hey, ist mal was Cooles, kann man natürlich machen.
dann werde ich das natürlich auch weiter verfolgen. Und ja, das war schon mal das eigentliche Thema hier zum Black Ops Gameplay. Vielleicht noch hier ein bisschen aufs Gameplay eingehen. Wie gesagt, Sprengkommando ging dann hier gegen Ende auch relativ ab hier, wo wir gerade dabei sind. Es war, ich glaube, ich war nur eine Runde dabei oder so. Oder sogar auch zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Hier ein bisschen gesprayt. Funktioniert ja mit der AK relativ gut. Und ich finde es bei Black Ops 1, fällt mir gerade immer wieder so auf, wenn ich auf einer Schneemap bin, finde ich, dass die goldene Camo, die goldene Tarnung relativ geil zur Geltung kommt. Ich weiß nicht warum, aber ist irgendwie so. Ich finde, Black Ops 1 hat von den goldenen Camos oder von den Camos allgemein das Beste, also die besten Camos überhaupt, finde ich. So, bei Black Ops 2 gibt es auch ein paar coole Camos, MW3 natürlich auch, aber ich finde, so, ja, zu der Nähe, zu der Realität, würde ich mal sagen, sind die Camos bei Black Ops 1 eigentlich fast schon am besten. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, ist meine Meinung. Ich finde, bei jedem Call of Duty kann man ja irgendwelche Tarnungen auswählen, die teilweise richtig scheiße ausschauen. MW3 zum Beispiel die Herbsttarnung. Ich meine, ja, die sah schon dezent scheiße aus, muss man ja mal sagen, ne? Und dann kriegst du halt so eine Kamera vorgesetzt bei Black Ops 1 zum Beispiel, die, nur die rote Tarnung oder nur die weiße Tarnung ist es, glaube ich. Und das ist halt auch richtig schlicht zum Beispiel. Oder die Berlin-Tarnung. Die Tarnungen sind einfach noch geil gemacht. Auf jede Waffe sehen die gut aus. Bei Black Ops 2 zum Beispiel diese Ronin-Tarnung. Oder diese Kirschblüten-Tarnung. Oder diese Schädel-Tarnung. Sieht auch nicht auf jeder Waffe cool aus. Geschweige denn die Diamant-Tarnung. Finde ich auch. Auf manchen Waffen sieht die Diamant-Kamo nicht so geil aus. Natürlich ist es Diamant und so. Ja, kann man schon sich ein bisschen freuen, dass man es erreicht hat. Aber es sieht halt nicht immer so cool aus, finde ich. Finde ich, bei Black Ops 1 sieht fast jede Tarnung hat was. Ja, keine Ahnung, wie ich da gerade wirklich drauf gekommen bin. Ja, aber wollte ich nur mal sagen. Gerade im Gameplay gesehen, hier wie ich versucht habe, auf diese Gondel drauf zu kommen und einfach viermal einfach so verreckt bin, ohne einen Gegner zu sehen, war natürlich auch ein bisschen bitter. Aber wenn man da auf die Gondel drauf kommt, hat man die perfekte Sicht auf A und auch bei Suchen und Zerstören auf diesen langen Gang. Kommt am Ende, glaube ich, auch noch ein, zwei Sachen, wo es relativ cool ausschaut. Und ja, ich finde, die Gondel-Position ist relativ, sie ist bekannt. Wenn ich da dran vorbeilaufe, schaue ich da auch erst zweimal noch rein, so, ob da jemand liegt oder nicht. Aber kaum einer nutzt die, finde ich. Ich weiß auch nicht. Kaum einer benutzt die. Ein bisschen komisch, hier ein bisschen gepreshottet, gepre-fired. Da wurde ich langsam verwarnt, weil ich nicht so objektiv spiele. Habe ich mir gedacht, okay, ging eigentlich meiner Meinung nach hier ein bisschen geschaut, dass die Gegner nicht so weit kommen im inneren Gebäude und auch hier ein bisschen. Und das Coole ist ja, ich habe ja, wenn ihr bei Dota meinen Namen anschaut, ist ja so ein, ich möchte mal sagen, so ein Zeichen als A. So ein mathematisches Zeichen oder so. Fand ich halt cool. Und hier bei Call of Duty, kann man das anzeigen, wird es nicht gewertet. Es ist einfach so ein russisches Zeichen mit einem Punkt. Und naja, ist cool. Der Admin hat so zwei, drei Versuche gebraucht. Auch später, wo ich bei dieser, bei dem Server immer noch war, hat er auch ein paar Versuche gebraucht, bis der, ja, bis er mich verwarnen konnte. Und hier noch ein bisschen die Kills gemacht und easygoing 2:0 gewonnen von den Runden her. Auch KD-technisch war es natürlich mal wieder ganz gut, so ein 41 zu 10. Und ja, servus, halt rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.